Blöd wäre es halt nur, wenn man da mit dem Feuerzeug Licht machen möchte und es gibt gerade irgendwo ein Gasleck. Ja. Wobei, wenn man dann versuchen würde, mit dem Firestyle Licht zu machen, dann hätte man das gleiche Problem. Aber gut, ich muss es ja im Prinzip nicht wirklich vormachen, aber es ist klar, die Lichtausbeute dann die ganze Zeit so durch den Garten, durch die Gegend rennt, um versuchen, damit dann quasi Licht zu erzeugen, das ist jetzt nicht so wirklich effizient. Das muss ich jetzt, glaube ich, niemandem erzählen. Mit Streichhölzern funktioniert das eben halt auch problemlos. Da muss man halt eben wieder viele davon mit dabei haben, um dann halt entsprechend viel Licht damit entsprechend dann auch erzeugen zu können. Potenziell geben Streichhölzer ja eine durchaus sehr große Flamme ab. Bei Feuerzeugen ist sie zum Teil ziemlich limitiert, es sei denn, man tunet die entsprechend, aber dann sind sie halt saumäßig schnell leer. Ist vielleicht auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Und ja, bei Firestyle, wie gesagt, der selber macht ja überhaupt keine Flamme und je nachdem, was man dann damit entzündet, kann man aber auch ziemlich schnell eine sehr große Flamme eben entsprechend erzeugen. Bisher war ich immer so der Meinung, dass die Tatsache, dass man eben einen Zunder für den Firestyle unbedingt braucht, schon ein gravierender Nachteil ist, wenn man aber so ein bisschen drüber nachdenkt. Es ist ein Dreikomponentensystem, man nimmt den Zunder halt einfach mit und kann sich halt eben sicher sein, das Teil wird bei jeder Wetterlage immer funktionieren, kann quasi nicht kaputt gehen. Selbst wenn einem der Zunder kaputt geht, aus welchen Gründen auch immer, auch ein Striker kann eigentlich nicht kaputt gehen, er kann bloß verloren gehen, dann kann man halt eben noch zusätzlich Zunder aus der Natur verwenden. Und die Tatsache, dass man Zunder aus der Natur verwenden kann, macht es auch relativ unnötig, ewig große Mengen an Zunder mit sich herumzuschleppen, wenn man so ein Ding hier dabei hat. Weil, ja gut, vielleicht für ein, zwei Feuerchen was dabei zu haben, ist sicherlich eine gute Idee, wenn es halt am Anfang schnell gehen muss. Nachdem das erste Feuer brennt, hat man sicherlich dann genug Zeit, sich entsprechenden Zunder von irgendwoher zu besorgen. Dass man also jetzt nicht riesige Mengen davon mitführen muss. Auch da reicht ein bisschen vaselinierte Watte, zum Beispiel in einem Hut, die man da mit sich führt. Also das ist also sicherlich kein so gravierender Nachteil. Dadurch, dass man eben Zunder aus der Natur auch nehmen kann und so ein kleines Stählchen hier, so ein kleines Metallchen potenziell wirklich ganz viele Funken erzeugen kann, da steht es ja immer teilweise auf der Packung drauf, 200.000 Zündungen, bla bla blub und so weiter und so fort, bis zu, wahrscheinlich sind es bei mir dann nur 100.000 und dann mache ich noch die Hälfte davon, geht in die Bäche, was heißt die Hälfte, sagen wir mal 70% oder was, selten, dass man außer jetzt vielleicht Vaseline, Watte oder was, mit sofort einem Strike anbekommt. Selbst bei Birkenrinde brauche ich in der Regel zwei oder irgendwie sowas. Also lass es mal von mir aus 50.000 Feuer sein. Mit so einem kleinen ist es ohnehin etwas weniger. Dann sind es von mir aus noch 30.000 Feuer, die man damit machen kann. Klar, das ist immer noch eine unendlich große Menge. Und wie gesagt, Zunder aus der Natur nehmen, dann ist der auch unbegrenzt vorhanden. Das hier sind mal gewesen, ich glaube 100 Streichhölzer, ja genau 100 Stück, ist gleich maximal 100 Feuer. Dann sind da noch so 4 bis 5 Blindgänger drin, die nichts taugen, dann sind wir noch bei 95, dann gehen mal ein paar aus, dann gehen wir vielleicht auch mal ganz viele aus, weil es mal wirklich windig ist und man versucht mit Standardstreichhölzern bei Winden Feuer zu machen. Das ist tatsächlich wirklich nicht so einfach. Da ist die Menge dann doch drastisch beschränkt und ein Feuerzeug, gut, das brennt schon wirklich eine ganze Weile. Damit kann man auch auf jeden Fall viele, viele Feuer machen. Sicherlich keine 30.000 oder auch nur 10.000. Vielleicht 500? Ja, das könnte schon klappen, denke ich. Ja, also es gibt da auf jeden Fall schon Unterschiede in der Größenordnung. Jetzt kann man sich natürlich streiten, inwiefern es notwendig ist, immer ein Tool mit sich zu führen, mit dem man 50.000, 30.000 Feuer machen kann. Es ist sicherlich beruhigend, dass man weiß, dass man so ein Ding dabei hat. Aber bringt einem das zum Beispiel jetzt was, wenn man in irgendeiner Form sich im Wald verlaufen hat und jetzt unplanmäßig eine Nacht im Wald übernachten muss? Nicht unbedingt. Da würde dann also auch meine 4 Streichholzlösung hier durchaus ausreichen, zumal wenn man dann irgendwo stationär bleibt, da hat man einmal ein Feuer und dann kann man das immer wieder anfachen, insbesondere wenn es über längere Zeit gebrannt hat, gibt es dann irgendwann so viel Glut, das kann man sogar morgen danach teilweise noch wieder anfachen.
wenn man so leichtsinnig war und es nicht richtig gelöscht hat über Nacht, was man in einem Survival-Szenario, welcher Art auch immer, ja vielleicht eventuell so getan hat. Vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz der Begriff Survival-Szenario. Das ist jetzt auch immer halt eben so, ja, dem Kind muss man ja in irgendeiner Form einen Namen geben. Was meine ich jetzt damit? Sucht euch was aus. Ich glaube, realistisch ist wirklich einfach mal tatsächlich im Wald verlaufen oder mit dem Auto auf großer Fahrt auf halber Strecke liegen geblieben. Aus irgendwelchen Gründen kommt kein Pannendienst. Handy vielleicht leer, man kann da niemanden anrufen und jetzt hockt man meinetwegen im Wald und kann aus irgendwelchen Gründen auch nicht im Auto übernachten, weil da ein totes Tier drin liegt und stinkt. Was weiß denn ich? Gründe, weshalb man wirklich mal spontan im Wald übernachten muss, ist tatsächlich nicht so einfach, da realistische zu finden. Aber wenn das eben dazu kommen sollte, dass man mal ein, zwei Nächte im Wald übernachten muss, warum auch immer, dann hier diese vier garantiert damit wirklich ein großes Feuer anmache, Streichhölzer, würden mir da schon ziemlich lange reichen. Aber klar, es sind halt nur vier, das ist dann schon bedenklich. Man kann jetzt natürlich auch sechs mitnehmen, geht auch. Wäre jetzt nicht das große Problem. Aber es bleibt dabei, dass man mit Streichhölzern, gerade mit so Super-Ultra-Streichhölzern, in der Anzahl der Zündungen halt doch relativ beschränkt ist, was aber für kurzfristige Notsituationen, welcher Art auch immer, dann erstmal jetzt nicht so dramatisch ist. Und ich, ja, und jetzt machen wir auch spaßeshalber, weil diese Dinge ihr wahrscheinlich noch nicht so gut kennt, damit nochmal schnell ein Feuer, damit ich das mal gezeigt habe. Und dann machen wir im Vergleich vielleicht nochmal ein Feuerchen mit dem Firesteel. Und die Variante Feuerzeug spare ich mir jetzt, weil die Sonne ist gleich weg. Also, wie baut man sich am besten ein Feuerchen mit den tollen Titan Stormproof? Ach, scheiße. Schieß mich tot Ultra-Matches. Man nimmt ein Ästchen, steckt das dann da irgendwie so rein, schichtet da so ein bisschen Holz drumherum auf. Das muss auch jetzt gar nicht besonders schön sein. So. Das ist schon mal ein wesentlicher erster Schritt. Dann stellt man da noch so ein bisschen was dran, baut sich halt so eine Mikropyramide, vielleicht noch etwas mehr. Wenn man das noch schöner macht, dann ist das Feuer halt noch garantierter. Aber es ist wirklich nicht schwierig, mit den Dingern ein Feuerle in Gang zu kriegen. Zack. Und weil ich jetzt hier wirklich nur ein ganz kleines bisschen rumzünsel, spare ich mir auch jetzt einfach hier groß eine Feuerstelle anzulegen. Wenn man wirklich ein richtiges Feuer machen will, dann muss man sich natürlich eine entsprechend schöne Feuerstelle herrichten. Aber jetzt für so ein kleines Gezunsel und dann gleich wieder ausgehen lassen, ist das jetzt kein Problem. Sofern man immer dabei bleibt und das Ganze immer im Auge behält, das sollte man ja grundsätzlich bei jedem Feuer tun. Ich sorge es jetzt nur sicherheitshalber nochmal dazu. Und weil jedes Mal, wenn ich Feuerle mache, sage ich es auch nochmal sicherheitshalber dazu. Feuer machen im Wald ist eigentlich verboten, bis auch mit ganz wenigen Ausnahmesituationen. Wenn ihr nicht wisst, dass ihr es dürft, dann dürft ihr es in der Regel nicht. So, und damit haben wir jetzt ein kleines Feuertürmchen, Feuerhäuflein. Und wenn wir jetzt so ein lustiges Ultra-Streichholz nehmen, Moment, eine Sekunde. Also das hat jetzt, habt ihr ja gesehen, wie lange das gedauert hat, das aufzubauen. Auch mit dieser Holzmenge, die kann man in den meisten Wäldern quasi, da muss man nicht mal aufstehen, da greift man ein bisschen um sich und pflückt sich ein bisschen was von den Bäumen, wenn es jetzt nicht gerade geregnet hat. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. So. Dann packen wir so ein Ding da unten rein. Und wie man sieht, geht da die Luzi ab. Also das ist wirklich quasi ein Instant-Lagerfeuer, diese Streichhölzer. Das ist wirklich derartig idiotensicher, damit ein Feuer zu machen, zack, und schon brennt's. Also klar, mit dem Feuerstil oder macht das auch Spaß, damit ein Feuerle zu machen. Aber das ist wirklich so idiotensicher und selbst wenn man völlig am Ende ist seiner Kräfte und völlig am Arsch mit diesen Streichhölzern, kriegt man wirklich immer in jedem beliebigen Zustand, in dem man sich befinden kann, ein Feuer in Gang. Wenn man auch nur ansatzweise weiß, was man tut, ist das überhaupt kein Problem. Ne? Also, jetzt wird der Profi im Feuermachen sagen, na und, das gilt für mich in jedem Fall, selbst wenn ich nur ein halbes abgebrochenes Streichholz verwende. Ja, sicher. Aber ich finde es halt schon einfach beruhigend, dass diese Streichhölzer auch dann funktionieren, wenn man wirklich völlig am Arsch und neben der Kapp und im psychischen Stress und vielleicht mit unter Schmerzen verwundet und so weiter und so fort ist, dann
kann man vielleicht nicht mehr plötzlich mit einem halben Streichholz auch so problemlos, einem halben abgebrochenen Streichholz, ohne weiteres schnell ein Feuerchen entzünden. Und da finde ich die dann, in dieser Situation finde ich die dann schon krass, diese Dinger. So, dann kommen wir spaßeshalber zur Variante Feuerstahl. Jetzt ist es ja so, man kennt ja die guten Naturzünder, hier zum Beispiel Birkenrinde, kann man jetzt schon verwenden, würde gut brennen. Ich möchte aber jetzt zu Demonstrationszwecken mal so einen, sagen wir mal, industriell vorgefertigten Zunder nehmen. Kann man sich auch ganz toll selber machen, da gibt es ganz viele tolle Anleitungen, entsprechend auf YouTube und so weiter und so fort. Ich persönlich mache mir die meistens auch selber, aber ich habe die Dinger hier halt noch rumliegen, ich habe davon mehr als ich brauche, also kann ich jetzt auch mal einen verwenden. Das ist im Prinzip auch so gewachste, geölte Baumwolle besonders fluffiger Art. Die ist deswegen so besonders fluffig, weil die sich theoretisch dann ganz, ganz super leicht entzünden lassen sollte und sofort einen Funken fängt und sollte dann mit einer kleinen Flamme etwa 5 Minuten circa brennen, damit sich das dann auch wirklich schön gleich, na, schön wäre jetzt natürlich, das ist immer so, wenn man das den Firesteel verwendet, ist irgend so ein Holzbrettchen, auf dem man das dann entzünden kann, immer eine gute Idee, aber habe ich jetzt nicht. Ups. Ja, also nicht völlig blamiert. Und das weitere Vorgehen ist dann relativ einfach, wenn man gerade so einen industriell vorgefertigten Zunder verwendet. Man nimmt einfach ein Bündelchen Holz, das kann auch ein viel größeres Bündelchen sein, hier jetzt nur zu Testzwecken, und legt das drauf. Und im Grunde ist das auch relativ idiotensicher. Aber ich finde es halt schon irgendwie krass, wie übelst viel, also wenn es jetzt ein nasses Holz halt wäre, sähe die Sache halt anders aus. Und ich glaube, da hätte man dann, denke ich, schon nochmal einen gewissen Vorteil, eben in Verwendung mit diesem lustigen Streichholz von eben. Ja, notwendig, zwingend sind die sicherlich nicht, die Ultra-Streichhölzer. Mir gefallen sie. Ne? Also als kleine Hobby-Pyromane habe ich da echt meinen Spaß mit diesen Dingern. Ja, aber eben die Sache mit von wegen, gibt's mal jemand, der keine Ahnung von einem Firesteel hat, ne? Und du bist verletzt und gib dem einen Firesteel und sag ihm, er soll ein Feuer machen. Selbst wenn er noch einen vernünftigen Zunder dazu findet, möglicherweise weiß er nicht, wie der Zunder funktioniert, dass man den ein bisschen auffluffeln muss, damit er eine hohe, entsprechende spezifische Oberfläche hat, damit dann da wirklich das Ganze gut funktioniert. Mit diesen Streichhölzern kriegt halt jeder Depp hin. Mit der Variante, da muss man dann schon so ungefähr wissen, was man tut. Und man braucht halt 2 gesunde Hände, um den Funkenstahl hier zu verwenden. Denn, das ist vielleicht der springende Punkt, der am Ende jetzt wirklich noch erwähnt werden sollte. Man sieht mich nicht ganz. Nämlich, selbstverständlich gibt es kein Gesetz, was in irgendeiner Form verbietet, alle 3 Sachen mit sich zu führen. Das mache ich nämlich in der Regel durchaus so, dass man halt in Gottes Namen ein Feuerzeug hat und ein paar Streichhölzer und noch einen Feuerstiel. Nicht der Feuerstahl sollte das Backup sein. Ja, das Backup sollte eher das Feuerzeug sein, weil eben den Feuerstahl, den kann man ewig oft benutzen, der nutzt sich kaum ab, den kann man quasi als durchgehende Standardfeuermachmethode verwenden. Und was eine begrenzte Haltbarkeit hat, beziehungsweise nur wenig Zündung, wie halt eben 4 eingeschweißte Streichhölzer, das sollte man sich dann eher für die Notsituation vielleicht aufheben, wenn es wirklich darum geht, dass man jetzt unbedingt ganz schnell ein Feuer haben muss und das sofort quasi lichterloh brennen soll. Was mit diesen Dingern, wie eben gesehen, ja durchaus funktioniert. So, also ich will ja jetzt, wie gesagt, niemandem vorschreiben, mit welcher Art und Weise er sein Feuer zu entfachen hat. Von mir aus könnt ihr auch gerne den Bowdrill nehmen, sofern ihr dann den beherrscht. Es ist ja vollkommen wurscht letztendlich auch. Mir ging es jetzt einfach nur darum, dass ich einfach mal so rein akademisch für mich selber vielleicht auch ein bisschen die einzelnen Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme ein bisschen aufzählen wollte. Feuerzeug vergleichsweise empfindlich gegenüber Wetter, Temperatur und so weiter und so fort.
bei viel Wind macht es mit dem Standardfeuerzeug auch jetzt nicht so viel Spaß. Gibt es dann noch so super tolle Sturmfeuerzeuge und so weiter und so fort. Klar, gibt es auch, habe ich jetzt nicht. Da müsste man dann nochmal separat drüber nachdenken, wenn man sowas besitzt, beziehungsweise sich sowas für solche Zwecke zulegen möchte. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Wenn man alles drei dabei hat, ist man in jedem Fall ganz gut ausgestattet und es nimmt ja auch nicht so viel Platz weg. Man sollte vielleicht im Zweifelsfall einfach wissen, mit allen drei Dingern vernünftig umgehen zu können. Das ist, denke ich, ein Schlusswort, auf das wir uns hoffentlich einigen können, ohne uns groß zu streiten. So, und wenn ihr jetzt noch Lust habt, einen entsprechenden Kommentar dazulassen, falls euch was einfällt, was ich noch vergessen habe, also wesentliche Vor- oder Nachteile der einzelnen jeweiligen Systeme, oder ihr zum Beispiel irgendein unglaublich tolles, sturmsicheres Feuerzeug, was sämtliche Vorteile ineinander vereint und quasi das ultimative Feuermacht-Tool ist, von mir aus zum Beispiel sowas, kennt, dann bin ich gespannt, davon zu hören oder ja, andere Anmerkungen, andere Art, bitte gerne. Das war jetzt jedenfalls so meine überlegte Ansicht zu den jeweiligen Systemen. Meine nicht überlegte Ansicht in provokanter Art gab es neulich schon mal als Video und das ist jetzt quasi auch so ein bisschen als Reaktion darauf gedacht gewesen, dass ich mir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen habe lassen und so ein bisschen deeskalierend quasi. So, ja, also macht's gut und lasst euch nicht so viel betüxen.